Das Duell der Tabellennachbarn am 25. Spieltag. Der DEL empfängt die DEG, der 9. der Tabelle, mit dem neuen alten Stürmer Paul Bittner. Den 10. die Nürnberger Ice Tigers, das Team von Cheftrainer Tom Rowe. Für beide ein wichtiges Match im Kampf ums Erreichen der Playoffs. Wir gehen gleich in die 13. Minute. Scheibenverlust für Nürnberg. Eder vor dem Kasten. 1-0. Führung für die DEG, die in den Anfangsminuten nicht die bessere Mannschaft war. Hier sehen wir noch mal, wie er sich die Scheibe klaut. Das Zuspiel zu Harper, die geniale Kombination und dann der Abschluss. Tobi Eder, 6. Saisontreffer. Starker Auftritt von ihm. Seine Mannschaft, die steigerte sich mit diesem Treffer im Match. Allerdings, die Nürnberger hatten eine Antwort. Minute 19. Gregor McLeod, das 1-1, kurz vor der ersten Drittelpause. Aus der Ecke die Scheibe gearbeitet nach dem Zweikampf von Schmölz auf Tyler Shee. Dann mit dem Schlittschuh angenommen und abgeschlossen. Gregor McLeod, ein richtig schönes Tor. Keine Chance für Haukeland. Trotzdem, dieser junge Mann mit dem Originalspielpuck hatte ganz, ganz viel Spaß. Freute sich auf den Mittelabschnitt. Und da hatten die DEG-Jungs nochmal die Führung auf dem Schläger. 30. Minute. Verteidigertor. Mikko Kosa, sein erster DEL-Treffer. Keine Chance für Niklas Treutle. Die Vorarbeit von Tobi Eder. Dann stimmt die Zuordnung nicht perfekt. Nürnberg wieder mit dem Rückstand. Aber noch mit einer guten Gelegenheit in diesem Moment. Tyler Shee scheitert an der Latte. Nach dieser Vorarbeit von Schmölz. Gutes Zuspiel, aber Järvinen in der Defensive macht sich ganz, ganz lang. So, Tom Rowe macht seinen Jungs nochmal Mut für ein Schlussdrittel. Sagt, da geht doch noch was. Und so wie er es andeutet, soll es auch kommen. 49. Minute. Gregor McLeod, wenn du nicht weißt, was du sollst mit der Scheibe tun, schieß aufs Tor. Manchmal eine gute Idee. Markus Weber unter anderem beteiligt an der Vorarbeit, auch Tyler Shee. Und dann heißt 2-2, alles wieder offen in einer spannenden, abwechslungsreichen Partie. Zwar mit vielen Fehlern, aber Nürnberg mit Power. Und das sollte für die nächste Führung sorgen. 51. Minute, 3-2, Dane Fox, 6. Saisontreffer von Reimer. Auf McLeod und dann Fox. Die Kombination aus dem Tempo genial herausgespielt. Düsseldorf mühte sich, versuchte alles, verlor hier die Scheibe und dann wieder so ein schneller Konter. Fox und Co. auf dem Weg und plötzlich die Scheibe drin. In der 54. Minute. Die Unparteiischen sagen auf dem Eis kein Tor, entscheiden sich dann aber für den Videobeweis. Und es lohnt sich genau hinzuschauen. Drückt Järvinen Schofield hier ins Tor. Gefühlt würde man sagen, ja. So behindert er Henrik Haukeland. Die Schiedsrichter beim Videobeweis sagen trotzdem kein Tor. So geht's weiter. 3-2. Und wir gehen in die letzten Sekunden. Und da ist die Scheibe plötzlich weg. Reimer auf dem Weg. Und der bringt den Puck ins leere Tor. Zwischen zwei nutzt er die Möglichkeit und entscheidet die Partie endgültig zugunsten der Nürnberg Ice Tigers. Und die feiern in Düsseldorf den ersten Dreier seit 2019. Ich meine, eins sollte auch jedem klar sein, wir kommen nicht hierhin, um heute einfach ein Larifari-Spiel zu spielen. Ich glaube, wir sind hier, um Spiele zu gewinnen. Wir wissen, es ist eine schwierige Phase momentan auch und auch eine entscheidende Phase. Wir müssen gucken, dass wir Wege finden, Eishockey-Spiele zu gewinnen. No, I mean, I think the boys just had a great, solid 60-minute game. The PK at the end was huge for us and Turtle played a great game in net for us. So, I mean, overall, it's a great game. In einem wichtigen Spiel müssen deine besten Spieler auch die besten Spieler sein. Das war so bei den Ice Tigers. Und bei der DEG, da fehlt das Erfolgserlebnis. Die eigenen Erwartungen sind deutlich höher als das, was die Mannschaft derzeit aufs Eis zu bringen vermag. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.